Also bei allem Internationalismus, wir werden gleich doch nochmal auf den deutschen Aspekt, zumindest auf den inhaltlichen deutschen Aspekt der ganzen Sache zu sprechen kommen. Aber hier ein, ja, ich möchte fast nicht sagen, ein Kollege von euch, der wird auch als Rapper geführt, obwohl er ja so eine Art Sprechgesang macht, aber es hört sich nach meinen Ohren, für meine Ohren nicht nach Rap an. Er kommt aus dem alten Ost-Berlin, er fungiert unter dem Namen Jaye als sogenanntes Multitalent, wird zurzeit in New York produziert. Alle machen sich vor Begeisterung in die Hosen. Ich finde es nicht so toll, aber bildet euch doch selbst ein Urteil. Wir genügen der Informationspflicht und bringen euch deswegen einen Filmbericht über Jaye. Manhattan, Montag früh um 8:30. Jaye verlässt sein Hotel und macht sich auf den Weg zu seiner New Yorker Plattenfirma A&M. Mit einem der Manager bespricht er noch schnell einige Fakten, bevor er weitereilt. Der Ostberliner Rapper ist von morgens bis abends ausgebucht. Diesen Monat kommen sowohl seine Single als auch sein Debütalbum We Are the Majority in den Vereinigten Staaten heraus. In Los Angeles gab er bereits eine Woche früher mehr als 50 Interviews. Heute geht es in New York, dem Zentrum der Musikgiganten und der US-Presse, weiter. Natürlich ist er neugierig, was über ihn geschrieben wird. Durch das clever zusammengestellte Publicity-Material sind US-Journalisten auf den hier bisher völlig unbekannten deutschen Rapper aufmerksam geworden. In Deutschland ist es plötzlich wieder möglich geworden, dass Nazis auf der Straße marschieren. Deshalb entschloss ich mich, aus Berlin abzuhauen, um nach Paris zu ziehen. A&M hat sich die Flut der Meldungen und Bilder aus Deutschland über Anschläge junger Rechtsradikaler gegen Ausländer für die Herausgabe der Platten zunutze gemacht. Attention heißt es da mit großen Buchstaben in den Presseinformationen. Auf den darauffolgenden Seiten erfährt man dann eigentlich weniger über Jaye und seine Musik als über die Ereignisse und Ausschreitungen in Deutschland. Rapper Jaye wird so in den USA, vielleicht mehr als irgendein anderer, zum Sprecher gegen Ausländerfeindlichkeit in seiner alten Heimat. Nicht nur Teenie-Zeitschriften und die Musikpresse sind interessiert. Auch die renommierte New York Times plant einen ausführlichen Bericht über ihn. 3 Jahre lebt Jaye bereits außerhalb Deutschlands. Und manchmal fällt es ihm schon nicht mehr leicht, Deutsch zu sprechen. Und ich glaube, auch mit Englisch kann man die meisten Leute erreichen. Und das ist auch, was ich will. Wenn ich jede andere Sprache singen würde oder rappen würde, in Französisch oder Deutsch, würde sehr restriktiert, yeah. Restricted, würde sehr begrenzt sein. The next song is the only non-original song. It's the words are by Pastor Martin Niemöller. A victim of the Nazis, and it's called First They Came. First they came for the Jews, and I did not speak out because I was not a Jew. Ja, ich meine, ich rede einfach, ich schreibe über Sachen, die passieren, die mich bedrücken, wo ich Angst habe, wo ich traurig bin, was passiert, wo ich herkomme, ja, in Berlin. Rap, Kommunikationsmittel der Jugendlichen in aller Welt. Viele werden von Jayes politischen Texten wahrscheinlich ebenso viel über Deutschland erfahren wie aus Zeitungen und Fernsehen. Dass hier ein Künstler politische Fehlentwicklungen zu Bargeld macht, ist die andere Seite der Medaille. Jail, but we didn't have no freedom. The freedom was on the other side of the wall, the side where grandma visited and brought back candy, and she brought back stories too. Stars bought store after store where they got everything, the latest video games and the folks riding shiny cars and everything clean. They got freedom, that's what we thought. Then one day the wall was gone. To the future at that, keeping us down like never before. Do you wanna know how it used to be? Everybody had a job guaranteed. Didn't have much, but we had our dignity. And they came and promised liberty. Lies, 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 lies. Are they delivered us poverty? Born on the right side of town.
town before the war came down. Till the west wind came and blew it all down. Blew it all down. They promised a better way, but all that the doom is taken away. Every damn thing that the people ever had, and the folks are going mad. Where's the war? What's going down? They wanna make a war. There's lots of cash to go around. What's going down? The wolf arrived, dressed up like a lamb, smiling and laughing and hiding his bed. The wolf said he would make the kid rich, and the kid didn't bother to ask what's the hitch. Made the child sign on the dotted line, and that's when he said, hey kid, you're mine. Kids don't know that wolves are corrupt. They stick it in the ghetto and gobble your heart. On the streets on the wrong side of town. Don't twist the message, cause nobody wants to return to the time when the folks couldn't travel where they wanted. But you know, if you ain't got nothing, you ain't gonna go far anyway. How'd you like to be stripped of everything you had? Your job, your home, your everything. How'd you like grown up in a land that's in another land? Hands on the wrong side. Ja, das war also Jaye, und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man... Persönlich sage ich ja immer, das ist die berühmte Arschgeigen-Mentalität. 3 Jahre im Ausland und kann seine eigene Sprache nicht mehr. Ich habe mal ein Interview mit Lotte Lenia gesehen, hat 50 Jahre in Amerika gelebt, sprach noch sehr gut die Sprache ihrer Väter, muss ich sagen. Jaye, nimm dir da ein Beispiel. Außerdem, ich habe auch viel von dem gelesen, was du so an Interviews gemacht hast. Und ich muss schon sagen, natürlich sind die Zustände ziemlich übel. Wir haben gerade in dieser Sendung sehr, sehr häufig auf den beginnenden neuen Rechtsradikalismus aufmerksam gemacht. Aber ich lasse mich persönlich, und da kann ich auch im Namen von Millionen anderen sprechen, die auf antifaschistischen Demonstrationen waren und die Lichterketten gebildet haben, die entsprechende Festivals besucht haben und in anderer Hinsicht dagegen aktiv waren. Wir alle lassen uns von dir nur sehr ungern pauschal als Nazis bezeichnen. Hier haben wir zum Beispiel 3 junge Leute, sie machen Hip-Hop, gerade haben sie gesagt, sie bestehen wirklich darauf, dass es echter Hip-Hop ist, und sie haben entsprechende Inhalte zu verkaufen. Denn die 3 sind allein schon aus optischen Gründen manchmal vielleicht etwas gefährdeter als du, mein Guter. Und sie bleiben hier und haben wirklich was zu verkünden. Wie oft ist es euch wirklich...